Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir mal den Omega Obby. Ja Leute, mit 550 Stages. Einer der einfachsten Obbys auf Roblox, wie man hier schon unschwer erkennen kann, Leute, ist das hier überhaupt nicht schwer und mega, mega easy. Wir haben hier 550 Stages und ja, das hier, wenn wir, hallo, kann vielleicht funktionieren, bitte, funktioniert es, hallo, ich möchte gerne den Checkpoint hier haben, ist, hallo, Test, Test, 1, 2, 3, hört man mich? Ich weiß nicht, Leute, wir gehen einfach mal weiter und schauen mal, ob wir diesen Checkpoint jetzt claimen können, können wir, hä? Was ist denn hier los, Leute? Egal, Leute, hier haben wir einige Stages. Und das Ganze werden wir in diesem Video mal zocken. Mal schauen, wie weit wir kommen, Leute. Mal schauen, ob wir vielleicht alle 550 Stages schaffen. Lass auf jeden Fall einen Daumen oben, da falls ihr viel gefällt. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Resetten wir mal unseren Charakter, weil irgendwas ist hier ganz sicher faul, Leute. Weil wieso? Wieso? Hallo? Hä? Was ist los, Leute? Warum funktioniert... Hä? Ich würde sagen, weiter geht's. Nachdem... Wo sind meine Haare? Intro! Boom, Leute. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber wir fangen wieder von vorne an. Und jetzt klappt es auf jeden Fall, Leute. Wir haben hier Skip Stage, wir haben einen Shop, wir haben More Games, wir haben Awards. Und ich habe keine Ahnung, Leute, wieso dieser Obby hier... Also, das sind ja wirklich extrem, extrem viele Stages. Also, wenn man hier mal hochguckt, das werden wir in diesem Video definitiv nicht schaffen, Leute. Aber der Obby hat 5000 Spieler. Das heißt, ich dachte, ich gucke den mir einfach mal an. Ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan von so easy Obbys, aber vielleicht seid ihr es. Ja, und... Ups, falsche Tür, Leute. Elefant. Und hier nehmen wir das Schwein. Und hier nehmen wir den Monkey. Und es war richtig nice, nice, nice. Ja, Leute, ich habe mir übrigens auch überlegt, falls dieses Video hier 1000 Likes schaffen sollte, mache ich mal meinen eigenen Easy-Obby für euch. Also quasi einen eigenen Obby. Jetzt sehr wahrscheinlich nicht mit 550 Stages, aber vielleicht so 50 Stages oder so. Fände ich eigentlich schon cool. Wie fändet ihr das? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und bei 1000 Likes oder vielleicht bei weniger mache ich das Ganze mal, Leute. Weil, wieso eigentlich nicht? Und ich weiß, Tower of Jojo habe ich irgendwie, Leute, also, es ist, also, so ein Tower zu bauen ist echt irgendwie schon komplizierter, als es aussieht, Leute. Aber das kommt auch noch irgendwann. Das kommt auch noch irgendwann. Aber Leute, ich habe jetzt noch vor kurzem einen Tycoon released. Und der ist auch mega, mega cool. Der ist auf jeden Fall auch gut bei euch angekommen. Und ja, Leute, heute sind wir im Omega-Obby. Und ja, so schwer. Also hier, das ist ja jetzt ja wirklich nicht so schwer, ne? Das ist jetzt ja wirklich nicht so schwer. Aber definitiv möglich. Und boom, boom, boom. Wir springen hier und springen hier und springen hier. Und nice. Wir haben das ja auch geschafft, Leute. Und hier sind sehr viele auf jeden Fall. Was ich hier sehe und was ich hier auch gut finde, ist, hier sind sehr viele Stage-Variationen. Das heißt, hier haben wir sehr viele unterschiedliche Arten von Stages quasi. Und jetzt interessiert mich das, Leute. Wie teuer ist Skip Stage? 25 Robux. Ah, ist schon ein bisschen teuer. Ich würde das immer so, Skip Stage so auf 5 bis 10 Robux finde ich eigentlich ganz angenehmen Preis. Und hier hoffentlich funktionieren alle. Ja, es funktionieren alle. Wenn nicht, dann wäre auch ein bisschen frech gewesen, Leute. Wenn nicht, wäre es auch ein bisschen frech gewesen. Aber heute ist es der einfachste und längste Obby auf Roblox. Wobei, ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch einfachere gibt eventuell. Aber auf jeden Fall, ja doch, also für so ein Easy Obby ist er auf jeden Fall ganz, ganz cool. Da bin ich euch schon ehrlich, Leute. Und wir sind schon bei Stage 23. Wir haben schon 4,1% von einem Obby geschafft. Aber ich denke nicht, dass wir hier 100% schaffen werden, Leute, in diesem Video zumindest nicht. Aber falls ihr noch ein paar hiervon sehen wollt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Und Leute, wir haben ein Badge bekommen. Wir haben Stage 25 erreicht. Und Leute, wir haben... Wow, da sind wir fast runtergeflogen. Wir haben hier Stage 25 erreicht. Schaffen wir eventuell heute die 25%. Ja, Leute, das schaffen wir schon, Leute. Das schaffen wir schon. Und wir haben die 5%. Nice, nice, nice. Und wir springen hier. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr viele Stage-Variationen. Das gefällt mir. Und boom, bis jetzt sind wir noch kein einziges Mal runtergefallen, glaube ich. Das hoffentlich bleibt auch so. Aber ja, Leute, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Jetzt sind wir noch am Leben. Und ich denke mal, hier sind wir auf jeden Fall good to go. Wow, okay, ab hier runter geht's. Und nice und nice. Und verschwinden die Dinger? Nee, ich glaube nicht. Aber es sieht so aus, als würden sie verschwinden. Oh mein Gott, stell dir mal, die würden so verschwinden. Man müsste das so passend abtimen. Und yo, hier haben wir Gift auf den Patterns drauf, Leute. Da müssen wir auf jeden Fall nicht drauf springen. Und was haben wir hier? Auch sehr, sehr nice. Und einen Regenbogentunnel. Lila, rot, orange, gelb, grün, blau. Cool, cool, cool. Und hier, Leute, ich denke mal, ja, einfach drüber. Oh Gott, ich dachte gerade, wir sind irgendwie gestolpert oder sowas. Aber sind wir glücklicherweise nicht. Nein, ich bin runtergeflogen, weil ich gerade... Mir hat meine Mutter was geschrieben, Leute. Ich habe auch geguckt und dann bin ich runtergefallen. Oh, egal, egal. Ist schon okay, Mama. Ist schon okay, Mama. Ist ja nur ein Spiel.
Und ja, man ist auf jeden Fall ziemlich schnell zurückgeportet worden, was auch sehr, sehr cool ist. Und hier haben wir so einen riesigen Baum, den wir erklimmen werden, Leute. Hier haben wir einen riesigen Baum, den wir erklimmen werden müssen, machen, dies, das. Und Ananas, let's go! Wir haben es geschafft, Leute. Und eine Rutsche oder was? Yeah, wir nehmen die blaue, Leute. Wir nehmen die blaue Rutsche und let's go! Boom! Ey, das ist gemein! Okay. Ah, ups. Ja, Leute, hier die Dinger verschwinden unter uns, aber das haben wir easy peasy geschafft, das hier müssten wir auch schaffen. Ja, Leute, wir nehmen sogar die Mitte, wollte ich gerade sagen, und da sind wir fast runtergeflogen. Wir nehmen die Mitte, immer durch die goldene Mitte. Nice, und hier springen wir mal lieber drüber, Leute, weil man geht lieber sicher auf Numero sicher, und hier haben wir wieder, wow, das war knapp, Leute. Da bin ich fast drauf reingefallen, aber hier, das wird ja wahrscheinlich auch verschwinden. Und yo, Leute, ich war einfach richtig, es verschwindet tatsächlich. Sehr, 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 sehr einfaches Stages auf jeden Fall haben wir hier am Start. Also ist wirklich nichts Schwieriges. So boom, 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 boom. Nice und zack und boom. Cool, 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 Leute. Cool, cool, cool. Das habt ihr nicht gesehen, Leute. Schneid das raus. Wir müssen das rausschneiden. Nicht nochmal einblenden, nicht nochmal einblenden. Rausschneiden! Okay, Leute. So, hier haben wir den nächsten Checkpoint und wir springen und springen, Leute. Wir sind gleich schon bei Stage Nummer 100. Yo, wobei, Leute, wir haben gerade erstmal die Hälfte von 100. Aber, Leute, wir schaffen das schon. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Über das lilane Gift und yo, was haben wir denn hier? Irgendwelche Leitern, die auf dem Boden sind. Aber das haben wir auch easy geschafft und nein, falscher Weg. Ich muss auf das hellgrüne, nicht auf das dunkelgrüne. Das hätte ich auch früher herausfinden können. Aber jetzt wissen wir es, Leute. Jetzt wissen wir es und jetzt haben wir es gemeistert. Und let's go. Sehr, 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 sehr cool, Leute. Sehr, 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 sehr cool. Und es geht echt noch eine Weile nach oben. Wir sind immer noch auf der ersten Etage, Leute. Müsst ihr mal überlegen. Und dann gibt es noch, also, ja, es gibt noch einige Stages vor uns. Aber ja, wie gesagt, wir werden das alles da wahrscheinlich in diesem... Kann ich eigentlich jetzt einfach rüberspringen? Nee, ah, schade, Leute. Ich dachte schon. Wobei doch, ich schaff das so, oder? Komm schon, komm schon. Nein! Und Eis! Nice, Leute, jetzt habe ich Hunger auf ein Eis bekommen, aber ist okay. Und hier sneaken wir uns vorbei an den Wänden vorbei sneaken, yeah. Und boom, der nächste Checkpoint. Und das hier schaffen wir auch mit Leichtigkeit. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und gemütlich. Mal, Leute, gemütlich hier die Rutsche runterlaufen. Und hier geht's dann weiter über die Halbkugeln. Aber das schaffen wir auch, Leute. Jetzt haben wir hier Pfeile. Und wir haben Stage 75 erreicht. Auch sehr nice. Und Leute, wir gehen auf jeden Fall noch bis 100. Wir gehen auf jeden Fall noch bis 100. Das machen wir, Leute. Und boom, 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 boom und boom. Und Leute, ich will auf jeden Fall noch mindestens auf die zweite Etage. Aber das müssten wir schaffen, Leute. Wir müssten heute noch auf die zweite Etage kommen. Und Checkpoint. Und das hier ist auf jeden Fall auch ganz cool. So, das haben wir allerdings auch geschafft. Und boom. Und hier springen wir besser mal nicht auf die roten, Leute, weil die roten sind sehr wahrscheinlich sus. Die sind sehr wahrscheinlich sehr, sehr sus. Deshalb gehen wir da nicht drauf, Leute. Aber das hier haben wir. Und jetzt geht's hier, 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 hier. Hier, boom. Ha, ihr denkt, ihr könnt rotieren und mir was anhaben? Nee, nicht mit mir. So, so, so. Oh, Leute, wo laufen wir denn jetzt da rein? Was ist das denn für ein Riesenbaby? Oh, Leute, die drehen im Parts. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Hier einmal springen und, Leute, ab ins Baby. Oh Gott, wir gehen jetzt in den Mund rein. Was, hier ist die Zunge und hat er hier auf einmal... Was ist das denn hier für ein Rachen oder Zunge oder was auch immer? Wo sind wir hier, Leute? Was ist das hier für ein Hals? Gehen wir hier einmal durch. Oh, wir gehen hier durch, Leute. Und wir haben es geschafft, durch das Baby. Aber wann geht's doch, Leute... Wann geht's denn bitte nach oben? Wie weit geht's denn hier bitte noch? Das hier sieht auch ganz cool aus eigentlich, Leute. Da bin ich euch ehrlich. Und yo, das verschwindet sogar hinter mir. Das verschwindet sogar hinter mir. Oh, ich muss mich heilen. Und nice. Das habe ich auch. Und richtig. Okay, cool. Und Leute, wann kommen wir denn auf die zweite Etage? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Aber das werden wir gleich sehr wahrscheinlich geschafft haben, Leute. Wir haben es gleich sehr wahrscheinlich geschafft. Und hier müssen wir einmal hoch. Boom. Leute, ich riskiere es, ihr habt nichts gesehen, ich riskiere es doch nicht. Ich glaube, das ist auch nicht möglich, Leute, aber ich bin gar nicht gesprungen. Aber ja, Leute, wir sind jeden Moment auf Stage 100 angekommen und hier müssen wir sehr wahrscheinlich auf das Gelbe, ja. Dann machen wir den coolen Weg, Leute, wir nehmen den coolen Weg, weil wir sind die coolen Kids. So, und Stage 100! Nice, Leute! Wir haben es geschafft, wir sind bis Stage 100 gekommen, Leute, aber ich will auf jeden Fall auf die zweite Etage und dorthin springen wir jetzt noch.
Und ist das hier etwa der Weg nach oben auf die zweite Etage? Ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt gleich heraus... Hä? Wie weit... Oder ist es, glaube ich... Ich glaube, ich sehe es. Ich glaube, da ist es, Leute. Ich glaube, da ist der Weg zur nächsten Etage. Zur zweiten Layer von was weiß ich wie vielen, Leute. Wir sind bei 19% angekommen. Und yo, was ist da? Was sehe ich denn da, Leute? Was sehe ich denn hier? Parts, die invisible werden und dann wieder visible werden. Und hier muss man echt aufpassen. Aber wir haben es geschafft. Oh, das war schon wirklich die schwerste Stage bis jetzt eigentlich. Ich dachte, die fallen runter, wenn man da drauf tritt. Bewegende Killparts, auch sehr interessant, aber das schaffen wir nice. 111, 112, 20,3% und 113. So, zack und zack. Und Leute, da sind die Treppen nach oben. Und oh lol, wir haben hier einfach Poppels. Poppen die auch? Nee, leider nicht, Leute. Leider nicht, aber Leute, wir haben es geschafft. Stage 115. Wir können endlich hier nach oben. Und jetzt sind wir in der zweiten von, ich glaube, irgendwie 5 oder 6 Layern oder sowas angekommen. Alter Schwede, ist der Hobby hier lang. Und wir haben immer mal einen Seitenwechsel gemacht. Auch sehr, sehr episch. Auch sehr, sehr episch. Und hier ist es, Leute, die zweite Ebene. Falls du noch einen Part von diesem Spiel sehen willst, lass auf jeden Fall einen Daumen oben da und abonniere den Kanal und aktiviere den Kanal, um einen coolen Roblox-Videos von mir zu lassen. Und dann würde ich sagen, haut die rein und ciao, Leute!